So, das ist das heutige Konstrukt. Da stelle ich meine Kamera jetzt hin. So, hi. Heute soll es darum gehen, dass ich mal ein bisschen die High-Carb-Ernährung erkläre und was der Unterschied ist und was letztendlich das Beste ist zum Abnehmen. Ich bin durch dieses Video bzw. durch einen Post inspiriert worden auf Facebook, wo jemand das gefragt hat und ich konnte mich noch sehr gut an meine ja, Einfindungsphase in High-Carb erinnern und mich daran erinnern, dass ich mich genauso aufgeschmissen gefühlt habe, weil viel zu viele Informationen und weil die Begriffe der Ernährung irgendwie auch falsch verwendet werden von Leuten, die gar nicht wirklich die Ernährung machen, sondern eine abgewandelte Form davon. Ja, und deswegen wollte ich heute mal so ein bisschen Klärung versuchen reinzubringen. Also fangen wir einfach mal mit 80-10-10 an. 80-10-10, 80-10-10 heißt ja im Grunde genommen nichts anderes als 80% deiner Gesamtkalorien, die du isst am Tag, kommen aus Kohlenhydraten, 10% kommen aus Eiweiß und 10% kommen aus Fett. Ja, das ist erstmal das, was es heißt. Und geprägt wurde diese Ernährung von dem Dr. Douglas Graham. Der hat ein Buch geschrieben und in diesem Buch ja, sagt er eigentlich, dass Rohkost das Optimale für den Menschen ist und seine 80-10-10-Ernährung, das, was man eigentlich meint, wenn man über 80-10-10, 80-10-10 spricht, ist eben diese Rohkosternährung und da kommt keine gekochte Kost vor, ja. Das heißt, was isst du hauptsächlich? Du isst hauptsächlich Früchte, aber er ist auch von Kalorienrestriktion überzeugt. Das heißt, nicht zu viele Früchte, ja. Früchte, du isst sehr viel Gemüse und noch ein paar Nüsse und ein paar Samen und ja, das war's im Grunde genommen auch, ja. Das heißt, es ist komplett Rohkost. Dann gibt es die Starch Solution, das heißt ja Stärkelösung auf Deutsch, beziehungsweise die Stärkeernährung. Das kommt bald auch auf Deutsch raus, das Buch. Das heißt dann, die High-Carb-Ernährung gibt es am 8. Mai. Wird das verfügbar sein und kaufbar sein hier in Deutschland. Und das dreht sich hauptsächlich darum, eine stärkebasierte Ernährung zu haben, die aber auch von den Nährstoffen her, von den Makronährstoffen her, 80-10-10 ist, also 80-10-10. High Carb, Low Fat, Kohlenhydratreich und fettarm, genau wie 80-10-10 von Dr. Douglas Graham eben auch ist. Ja. Das heißt, in den Nährstoffverhältnissen ähneln die sich vollkommen, ja, total. Und der Unterschied ist nur, dass du bei der Starch Solution von Dr. McDougall wurde dir geschrieben, dass du da eben stärkehaltige Dinge isst, ja, und er restriktiert Früchte. Die Sache ist eigentlich, du kannst machen, was du willst. Hauptsache, du isst Pflanzen. Hauptsache, du ernährst dich von Grundnahrungsmitteln. Wenn du dich von Grundnahrungsmitteln ernährst, ja, von Früchten, von Stärke, von Getreide, von Reis, von Kartoffeln. Dann kommst du automatisch auf eine High-Carb-Ernährung. Und das ist das, worauf es ankommt, wenn du fit werden willst, wenn du leistungsstark werden willst, wenn du abnehmen willst. High-Carb, das ist wichtig, ja. Der Rest ist eigentlich total uninteressant. Wovon du dich jetzt genau ernährst, das ist eine Sache, da kann man sich wirklich extrem lange drüber streiten, aber eigentlich geht es darum, dass du dich dabei wohlfühlst mit der Ernährung, die du isst, ja, und die du durchführst. Bei mir war das anfangs so, ich habe mich von diesem Rohkostgesetz und ja, Rohkost ist die optimale Ernährung für den Menschen und alles, was roh ist, ist total wundervoll und hat magische Eigenschaften. Von diesem ganzen Hype habe ich mich irgendwie einlullen lassen, war dann 1,5 Jahre Rohköstler, habe das natürlich auch dann High Carb gemacht. Gibt es nicht immer, ja. Rohkost heißt nicht immer gleich, dass es High Carb sein muss. Du kannst natürlich auch viele Nüsse und viele Samen essen. Dann bist du automatisch bei einem höheren Fettgehalt, bei einem höheren Eiweißgehalt auch und dann ist das Ganze nicht mehr High Carb. Ja, und dann ist es fürs Abnehmen nicht unbedingt gut geeignet, außer du reduzierst wieder deine Kalorien, was wir bei einer High Carb Ernährung nicht müssen und nicht möchten und nicht sollen, wenn wir abnehmen.
wollen, auf lange Sicht, ja. Wenn du auf lange Sicht abnehmen willst, dann musst du kohlenhydratreich essen und jede Mahlzeit so viel essen, wie du möchtest. Sobald du anfängst zu restriktieren, bist du in diesem Teufelskreislauf mit dem Jojo-Gewicht wieder drin und das bringt dir auf lange Sicht gesehen überhaupt nichts. Das heißt, kohlenhydratreich essen, ja, ernähr dich von Früchten, ernähr dich von Stärke, was auch immer dir schmeckt, was auch immer dir schmeckt, ja. Diese Programme, 80-10-10, Start Solution, es gibt eine Mischung aus den beiden, das nennt sich Raw Till 4, das hat die Freely geprägt und erfunden und das heißt eigentlich, du isst Rohkost bis 4 Uhr und abends isst du eine gekochte Stärke-Mahlzeit. Alles natürlich auch komplett High Carb, wir sprechen ja nur über High Carb, ja. Das funktioniert auch und du musst rausfinden, was für dich funktioniert, was in deinen Alltag passt, was du dir leisten kannst. Rohkost ist natürlich immer direkt viel teurer als Stärkeernährung. Stärke, gehst zum Aldi und kaufst dir eine Tüte Reis für, was kostet sie? 90 Cent, ja, ein Kilo, 90 Cent, 3000 Kalorien, über 3000 Kalorien für 90 Cent. Ja, krieg das mal in Qualität von leckeren, gut schmeckenden Früchten. Sorry, geht nicht, ja. Was ich eigentlich damit sagen will, ist das, was du möchtest, ist das, was dir Spaß macht und was dir wirklich schmeckt und was in deinen Tagesablauf passt. Du kannst natürlich dich orientieren an diesem Programm, aber ich halte beides für ja, den normalen Menschen eigentlich für Schwachsinn. Ich finde nicht, dass man sich an irgendein Programm richten sollte, wenn man sich ernährt, ja. Und sagt, oh, ich muss jetzt unbedingt das einhalten. Oh, der sagt aber das und das ist schlecht. Und der sagt aber das und das ist gut. Ja, und bloß nicht beides kombinieren. Und dann, ja, dann funktioniert es überhaupt nicht mehr. Alles Quatsch, alles Schwachsinn. Lies dir die beiden Sachen durch. Informier dich über beide Sachen. Dann kriegst du irgendwann ein Gefühl dafür, was für dich das Richtige ist. Und ja, das ziehst du einfach durch. Isst so jede Mahlzeit so viel, wie du möchtest. Und dann wirst du auf lange Sicht gesehen. Ganz wichtig, lange Sicht gesehen, ja, wir sprechen hier nicht von 6 Wochen magischen Diät. Auf lange Sicht gesehen, auf Jahre gesehen. Es dauert Jahre, um vernünftig fit und vernünftig schlank zu werden. Und das sollte man akzeptieren. Und wenn man die Ruhe dazu hat und sagt, ey, alles cool, es ist so einfach für mich durchführbar, dass ich es bis zum Ende meines Lebens machen kann, dann ist es die richtige Ernährung für dich. Sobald es für dich schwer ist, das einzuhalten, die Richtlinien einzuhalten, ist es vielleicht nichts für dich, ja? Am Anfang, klar kannst du das nicht beurteilen. Wenn du von einer fettreichen, ganz normalen Ernährung kommst, wie wir eigentlich alle, ja, mit ganz vielen Tierprodukten, ganz viel Käse, ganz viel Fleisch, klar kannst du dann nicht beurteilen, in den ersten paar Wochen, ob du jetzt eine fettreiche Ernährung brauchst oder was eigentlich keiner braucht, weil wir alle nur abhängig von diesen ganzen Fetten sind, ja, weil wir Kalorien restriktieren und da, das Thema ist so groß. Jedenfalls, lass dir ein bisschen Zeit, ja, und beurteile das Programm, was du durchziehst, die Ernährung, die du durchziehst, auf lange Sicht, das heißt, beurteile es erst, wenn du es ein Jahr lang gemacht hast. Wenn du es ein Jahr lang durchgezogen hast und sich dann bei dir nichts ändert und du immer die gleichen Probleme hast wie am Anfang, solltest du vielleicht schauen, ob du irgendwas falsch machst, ja, ob du vielleicht doch zu viel Fett, versteckte Fette in deiner Ernährung hast, ob du Öle nutzt, ja, ist bei High Carb komplett raus, Öle weg hier zum Einreiben, kannst du super nehmen, zum Massieren, genial, aber bitte nicht essen. Das ist eigentlich alles schon das, was ich sagen wollte. Das Video ist wahrscheinlich schon viel zu lang. Und ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Also dranbleiben, Langzeitziele setzen und isst das, was du möchtest. Und isst immer so viel, wie du möchtest. Auch wenn du abnehmen willst. Alles Gute.